Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich euch einen wirklichen Multitalent mitgebracht. Einen kleinen Mini-Verstärker mit viel Power, der auch wirklich alles kann. Und zwar ist es der, ich blende es mal ein, das ist der Aurelic A50 Plus. Ein Mini-Verstärker, der wirklich alles meistert. Er kann Apple AirPlay, er kann Spotify, Deezer, Amazon Music HD, Tidal, alles. Das kann er. Er kann auch wirklich von der Festplatte oder vom Server kann er eure selbst gerippten FLAC-Dateien abspielen. Natürlich, die ihr selbst gerippt habt und auch das Original zu Hause vorliegen habt natürlich. All das kann er mit Hi-Res abspielen mit 24-Bit, 192 kHz ist die Uptast Rate. Und das all kann dieser Verstärker. Dann fragen sich natürlich viele, kann so ein kleiner Verstärker, ich werde es mal hier einblenden, dann ist der kleine Verstärker, der ist ja, ich sag mal, so groß wie zwei Zigarettenschachteln, größer ist er nicht, kann so ein kleiner Verstärker, der übrigens wirklich sehr hochwertig verarbeitet, sie haben ja wirklich Alugehäuse, hier ist, nur die Front ist aus Plastik oder Acryl oder wie auch immer, verarbeitet, und aber fühlt sich wirklich sehr hochwertig an, wie aus einem Guss. Und der ist auch nicht gerade leicht, da ist schon was drin, also das Ding ist nicht hohl. Und ja, er soll 2x50 Watt auf 4 Ohm haben und 2x30 Watt auf 8 Ohm. Klingt natürlich vielversprechend. Kann dieser Verstärker das? Ich habe es natürlich schon getestet. Ich kann euch versprechen, er kann es. Er kann einen Nubox B40, also einen Lautsprecher, der wirklich einen niedrigen Wirkungsgrad hat von 82,7 dB sind es, glaube ich, 1 Watt pro Meter. Und das kann dieser Verstärker so laut, dass auch die Nachbarn was davon mitbekommen. Mit einer wirklich unheimlichen Kontrolle. Aber auch das werdet ihr gleich in den weiteren Tests sehen. Für mich ist dieses Gerät ein wirklicher Allrounder. Ihr könnt dieses Gerät in der Küche hinstellen, ihr könnt es fürs Wohnzimmer, für Leute, die wenig Platz haben, auch für Schlafzimmer. Das Teil geht bei mir ins Schlafzimmer. Ich gucke viele Serien und ich möchte natürlich geilen Sound in meinem Schlafzimmer haben. Und da ist dieser Aurelic perfekt. Zwei geile Regallautsprecher, der Aurelic, ihr könnt alles machen. Wirklich, das Teil kann alles. Und das zu einem bezahlbaren Preis von 179 Euro. Klar, für manche ist es viel Geld, aber ihr habt hier einen Vollverstärker mit drin, ihr habt hier einen Streamer mit drin, der wirklich alles kann. Mir fällt jetzt nicht ein, was er nicht kann. Natürlich, er kann jetzt kein Dolby Atmos oder wie auch immer abspielen, aber ihr könnt damit eigentlich... ihr könnt damit eine Stereoanlage aufbauen, die ist wirklich Hammer. Ja. Ja, stellt euch vor, ihr würdet hier ein paar Clip-Lautsprecher anstellen, die einen Wirkungsgrad von 100 dB haben. Damit könnt ihr die Bude abreißen. Ja. Und ein geiles Gerät. Ich werde euch jetzt ein Unboxing zeigen und ich werde euch mal auch die Anschlüsse zeigen, was Gerät alles kann nochmal. Und bleibt dran. Viel Spaß. So, der Aurelic kommt gut verpackt zu dir nach Hause. Die Verpackung ist wirklich stabil. Wir werden das Ganze jetzt hier mal auspacken. So. Uns begrüßt direkt eine Anleitung. Allerdings ist die auf Englisch. Die ist nicht auf Deutsch. Wie gesagt, das Installieren ist quasi selbsterklärend easy und einfach. Das Gehäuse ist wirklich sehr hochwertig aus Aluminium. Die Front ist aus Acryl. Auch die hinteren Anschlüsse machen was her. Alles sieht wunderbar aus. Hier ist der Lautsprecheranschluss. Der Lautsprecheranschluss, der ist auch da. Ein Stecker, den werde ich gleich zeigen. So, jetzt gucken wir mal, was an Zubehör da ist. So, dann haben wir hier einmal die Fernbedienung. Die ist auch nochmal extra verpackt. Die werde ich gleich auch nochmal einblenden, die Fernbedienung. Das könnt ihr lauter, leiser schalten. Aber auf der Fernbedienung werden wir gleich nochmal konkret eingehen. So, dann haben wir hier ein Netzteil. Auch hier mit 2,1 Ampere ist das ein sehr gutes, starkes Netzteil. Wir haben hier auch einen Kaltgerätsteckeranschluss, der auch mit dabei ist. Also es fehlt nichts. Dann haben wir hier zwei Antennen. Die Antennen müssen natürlich selbstverständlich angeschraubt werden. Und... ja, dann noch ein Cinch-Kabel. Ich persönlich würde da hochwertigere nehmen, eine bessere Abschirmung
Und dann haben wir hier auch noch den Stecker. Den Stecker werde ich jetzt mal einblenden. Zack, da werdet ihr die Lautsprecherkabel anklemmen müssen, rechts, links. Wichtig ist auf Plus und Minus zu achten, das ist ganz wichtig. Und hier habt ihr auch einen Schraubendreher schon im Lieferumfang mit dabei. Das finde ich sehr gut. Also ihr könnt quasi direkt loslegen. Lautsprecherkabel, fertig. So, dann stelle ich noch mal eben kurz die Fernbedienung vom Aurelic vor. Die ist wirklich schlicht. Verarbeitungstechnisch ist die nicht ganz so gut gelungen. Es ist ein Stück Plastik, mehr ist es nicht. Aber man kann auch froh sein, dass die überhaupt eine Fernbedienung dabei ist. So, wer das Ganze nicht mit dem Smartphone steuern möchte, der kann das hier wunderbar machen. Der kann hier Bass erhöhen, der kann hier die Höhen niedrig setzen. Er kann D-Bass aktivieren. D-Bass ist wahrscheinlich für den Subwoofer. Wenn ihr noch einen Subwoofer habt, dann könnt ihr einmal die Lautsprecher auf Full Range laufen lassen und auch einmal den Subwoofer. Das heißt, ihr habt Doppelbass. Ja, Aux-In, ihr könnt den Track weiterschalten, ihr könnt laut und leiser machen. Also, all das ist mit der Fernbedienung möglich. Ja. Und die Fernbedienung funktioniert wunderbar. So, dann haben wir hier das feine Gerät. Es ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Ich werde das hier mal eindrehen. Das ist wirklich hier aus einem feinen Aluminiumgehäuse. Wir gehen jetzt mal hier hinten die Anschlüsse. Da gehen wir mal drauf ein. Ich habe auch hier schon einen Stick angeschlossen. Hier sind meine FLAC-Dateien drauf. Und damit könnt ihr auch wunderbar FLAC-Dateien abspielen. Auch das alles über dem Smartphone machbar. Dann haben wir hier einmal Stereo innen. Dann haben wir auch einen Subwoofer-Eingang. Das heißt, ihr könnt hier sogar noch einen Subwoofer anschließen. Dann auch hier ganz normal, ihr könnt es über LAN oder auch über WLAN verbinden, auch das ist möglich. Ihr habt also viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt hier auch ein DIC, also ein DAC, also ihr könnt das quasi auch als Soundkarte nutzen am PC. Ihr habt eigentlich, es ist alles möglich, ja. So, die Lautsprecher, wie wir die anschließen, das werde ich euch jetzt zeigen. Es ist ganz einfach. Ich werde das jetzt hier mal einblenden. So. Da, so habe ich die angeschlossen, plus, minus, rechts, links, das ist alles einfach. Man braucht das quasi einmal hier hinten reinstecken. Zack, und schon habt ihr das Gerät angeschlossen, es ist wirklich easy. Und dann braucht das Gerät eigentlich nur noch einen Stromanschluss. Und mehr braucht ihr nicht, dann könnt ihr... So, dann wird das Ganze hier angezeigt, geblinkt, am Blinken. Dann braucht ihr eigentlich nur euer Smartphone öffnen und schwupps seid ihr dran. So, als erstes würde ich euch die App mal vorstellen. Ihr ladet euch die ForStream-App runter, installiert das Ganze. Ihr bekommt das Gerät sofort angezeigt, dann könnt ihr es einstellen. Ich habe es jetzt Schlafzimmer genannt. Hier habt ihr die verschiedenen Eingangsmöglichkeiten, Line-In, Bluetooth, USB, DAC. Und pipapo, oben habt ihr dann die verschiedenen Hoster wie Amazon Music, Spotify und Co. Also die App ist sehr umfangreich. Ihr könnt unter Einstellungen könnt ihr auch quasi die Lautsprecher steuern. Das werde ich jetzt mal zeigen. So, da haben wir das Gerät. Dann gehen wir hier auf das Zahnrädchen. Und da hat man hier zum Beispiel einen Equalizer. Da könnt ihr die Bässe und die Höhen anheben. Das ist machbar. Ja, ihr kennt das ja mit Spotify. Ihr startet ein Lied auf Spotify. Dann wählt ihr das Gerät aus. In meinem Fall habe ich es ja Schlafzimmer benannt. Bei euch ist es vielleicht Wohnzimmer oder Küche oder anders. Und ja, zeige ich euch. Wir nehmen jetzt mal eine GEMA-freie Musik. Und so. Und wählen unser Gerät aus. Und spielen das Ganze ab. Ihr könnt natürlich auch die Lautstärke erhöhen und absenken. Das geht alles damit. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Town to town, from London to Taiwan. Tonight we will fly above the sky. We are heroes.
Ja, kommen wir mal zum Fazit vom Eurelic. Ihr habt es gesehen, für 179 Euro bekommt ihr ein Gerät bzw. eine vollwertige Stereoanlage. Eine Stereoanlage, die wirklich alles befeuern kann. An Lautsprechern, wirklich, ihr könnt da wirklich hungrige Lautsprecher mit anschließen, das kann dieser kleine Verstärker. Ihr habt alles mit drin, also perfekt für Multiroom, perfekt für die Küche. Was Negatives habe ich jetzt nicht gefunden. Ich könnte vielleicht die Lautsprecherklemme hier bemängeln, aber ich muss auch dazu sagen, wie soll man denn sonst so viele Lautsprecher, oder ist es kein Platz mehr? Eigentlich ist diese Idee hier ganz gut gelöst, Lautsprecher anzuschließen. Ja, die, was noch nicht so gut verarbeitet ist, ist die Fernbedienung. Die gefällt mir nicht so gut, die ist doch schon recht, ich sag jetzt mal, nicht so hochwertig verarbeitet, aber man muss natürlich auch froh sein, dass überhaupt eine Fernbedienung dabei ist. Ja, wie gesagt, wer eine hochwertigere Fernbedienung haben will, kann sich natürlich eine Logitech oder so holen. Aber hier ist nicht eine so hochwertige bei. Aber ansonsten fällt mir nichts Negatives ein. Das Gerät ist wirklich sein Geld wert. Ja. Gut, eigentlich habe ich jetzt genug erzählt. Es ist ein tolles Gerät. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Das Teil wandert definitiv bei mir ins Schlafzimmer, damit ich meine Serien genießen kann. Auch die Frau hat Spaß dran, wenn ihr Spotify hört oder wie auch immer. All das funktioniert alles mit dem Smartphone. Oder mit der Fernbedienung, das geht. Ja. So, es werden natürlich weitere Videos von mir folgen. Es werden jetzt demnächst noch zwei große, fette AVRs kommen und noch viele, viele weitere Videos. Bleibt dran. Ein Abo dalassen würde ich mich natürlich sehr freuen. Daumen nach oben. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.